La 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 oder so. Herzlich willkommen und ein fröhliches Hallo von eurem Haringway. Wir spielen heute Disney's Magical Mirror starring Mickey Mouse. Ein Gamecube-Spiel aus dem Jahre 2002. Ich drücke Start, weil ansonsten irgendeine Demo hier läuft, die wir noch nicht sehen wollen. Ich wähle natürlich den normalen Schwierigkeitsgrad aus, weil wir auch tatsächlich irgendetwas selber in diesem Spiel machen wollen. Und ja, warum spiele ich jetzt dieses Spiel und nicht zum Beispiel Mickey Epic 2? Ist eine mehr oder weniger berechtigte Frage. Ich wurde in den letzten Tagen ein paar Mal auf Mickey Epic 2 angesprochen, weil es wohl seit Ende letzter Woche irgendwie draußen ist, erschienen ist, wie auch immer. Und einigen Leuten ist mein erstes, also beziehungsweise mein Let's Play zum ersten Mickey Epic Teil noch einigermaßen in guter Erinnerung geblieben, worüber ich mich natürlich sehr gefreut habe. Und naja, wie gesagt, ich wurde eben gefragt, ja, machst du den zweiten Teil, wann machst du den und so weiter und so fort. Der ist ja jetzt raus und hey, und hol ihn dir und so weiter und ja, ich sag mal, ist jetzt für die nächsten Tage oder Wochen nicht so richtig geplant. Ich wurde ein bisschen überrascht, was den Erscheinungstermin von Mickey Epic 2 jetzt so angeht, weil ich mich im Vorfeld so absolut nicht drüber informiert hatte oder so. Und hoppla, jetzt ist das Spiel plötzlich draußen. Und ja, irgendwie, nö, so richtig Zeit habe ich momentan nicht dafür. So richtig Geld ausgeben will ich dafür momentan eigentlich auch nicht, weil, wie gesagt, Ende des Monats Wii U und so, ne? Kostet schon genug Geld. Und ich glaube, bei Mickey Epic 2 warte ich dann lieber, bis das Spiel dann irgendwann mal ein bisschen runtergesetzt zu haben ist, sodass ich nicht die vollen 40, 50 Euro oder was auch immer dafür abdrücken muss, sondern vielleicht noch 30 oder 20 Euro oder noch weniger, je nachdem, mal gucken. Und dementsprechend rechnet mal in diesem Jahr nicht mehr mal damit, wird wahrscheinlich dann erst Anfang nächsten Jahres was werden oder so. Aber Lust habe ich in jedem Fall drauf, weil den ersten Mickey Epic Teil fand ich auch ganz gut und lustig und toll und auf den zweiten Teil habe ich dementsprechend auch ganz viel Bock. Jetzt ein anderes Mickey Mouse Spiel. Disney's Magical Mirror starring Mickey Mouse. Wie gesagt, ein Gamecube Spiel aus dem Jahre 2002. Warum mache ich das jetzt? Nun ganz einfach, ab und zu kommt es mal vor, dass ich meine Kanalkommentare durchlese und ab und zu steht bei meinen Kanalkommentaren auch mal etwas Interessantes oder Lustiges drin. In dem Fall ein Kommentar von dem User 99, Cemo, Cemo, 99, Seemo, ich weiß nicht genau, wie man deinen Namen ausspricht, das tut mir leid. Der hatte mir jedenfalls geschrieben, dass er vor kurzem mein Mega Man 3 Let's Play gesehen hatte. Was definitiv eine tolle Entscheidung war, denn mein Mega Man 3 Let's Play ist, naja, okay, zumindest, ich weiß ich nicht. Es war, glaube ich, das zweite Let's Play, was ich damals aufgenommen hatte oder so. Und ich habe mir einigermaßen Mühe mitgegeben, mehr oder weniger halt, naja. Da hatte ich jedenfalls während dieses Let's Plays von eben diesem Spiel, was wir jetzt hier sehen, gesprochen. Und so, ja, ich weiß nicht mehr genau, was ich über das Spiel hier gesagt hatte. Es muss aber irgendwas Negatives gewesen sein. So nach dem Motto, Magical Mirror ist irgendwie eher ein seltsames Stück Software. Und warum das Ganze jetzt so einigermaßen seltsam ist, das werden wir zusammen ein ganz klein wenig ergründen. Zunächst einmal, ja, ich habe noch einen älteren Spielstand, der aber irgendwie, also diese 1 Stunde 29, ich weiß nicht genau, wo ich da bin. Kann nicht sonderlich weit sein oder so. Ich glaube, das Spiel ist mehr oder weniger umfangreich. Ich weiß gar nicht mehr, wie lange ich dafür damals gebraucht habe. Es ist ein seltsames Spiel, aber das werden wir gleich noch sehen. Bei den Optionen sehen wir jedenfalls, dass da nicht sonderlich viel Interessantes zu sehen ist. Die Option hier ist noch relativ interessant. Link. Das hat jetzt nichts mit dem Protagonisten aus der Zelda-Serie zu tun. Hahaha. Sondern hat vielmehr etwas damit zu tun, dass man ja damals den Game Boy Advance mit einem bestimmten Kabel an den Nintendo GameCube anschließen konnte. Und bei manchen Spielen konnte man so ein paar Zusatzfunktionen freischalten, wenn man meistens noch im Besitz eines gewissen anderen Game Boy Advance Spiels war. In dem Fall wäre es eben so gewesen, wenn man die Game Boy Advance Version von Magical Mirror Mickey, I don't know, hätte. Wenn man die jedenfalls dann mit der GameCube-Version verbunden hätte, dann hätte man hier in der GameCube-Version noch ein paar Sachen freischalten können. Aber konnte ich nie machen, weil ich besaß die Game Boy Advance-Version nie und ich werde sie wahrscheinlich auch niemals in meinem Leben besitzen und deswegen werde ich es nie ausprobieren können. Aber ganz eventuell wertet das Spiel ja ungemein auf, aber ich werde es niemals im Leben herausfinden. Ich habe keine Ahnung. Egal, so. Lange Rede, kurzer Sinn. Wir starten ein neues Spiel. Und ja. 99, Demo, das ist alles jetzt nur für dich. Nur für dich!
nur für dich. Wahrscheinlich, weil sowieso keine andere Sau guckt. Ich weiß es nicht genau. So, lassen wir uns überraschen. Also, es ist tiefdunkle Nacht. Wir sind hier im Schlafzimmer der berühmtesten Maus der Weltgeschichte irgendwie. Und hier passieren gar absonderliche Dinge des Nachts. Das Grauen lauert in der Spiegelkommode, in der plötzlich bunte Farben vorherrschen. Mickey Maus hat offensichtlich gar lustige Träume. Oder vielleicht ist es auch gar kein Traum. Vielleicht ist es ja Wirklichkeit. Wer weiß, was bei euch so zu Hause passiert, wenn ihr schlaft. Vielleicht gucken euch nämlich des Nachts irgendwelche seltsamen Geistergestalten aus eurem Spiegel an. Ich hab direkt neben meinem Bett, also beziehungsweise mein großer Schlafzimmerschrank, der hat ja Schlafzimmerschrank, ja, weil ich ja so viele Räumlichkeiten hier habe. Mein großer Schlafzimmerschrank, Wohnzimmerschrank, Allzweckschrank eigentlich. Der hat jedenfalls einen Spiegel und da gucke ich dann auch des Nachts eigentlich immer drauf, wenn ich schlafe. Irgendwie ist der Gedanke unheimlich. Egal. Wir sehen hier was total Interessantes. Mickey Maus schläft. Mein Kater kommt auf meinen Schoß, weil er irgendwie Lust drauf hat. Und der Geist von Mickey Maus beschließt jetzt einfach mal, dem komischen Geist dort im Spiegel hinterherzugehen. Und diese Szene, so wie er dort in den Spiegel hineingeht, ich bin der Meinung, das ist auch original so im Mickey Epic zu sehen, oder? Allein von der Animation her, wie er so mit seiner Hand da erstmal so reinfühlt und so weiter, das sah schon alles ziemlich ähnlich aus. Fand ich. Also, finde ich. Weiß nicht. Och, Kater, bitte. Jetzt hau mir nicht mein Headset hier vom Kopf. Das ist scheiße, wenn ich aufnehmen will. So. Er ist wieder so... Ich weiß nicht genau, warum er so wuschig ist. Heute wieder den ganzen Tag. Ja, komisch. Gut, nein, ich will jetzt nicht meinen Kater beschreiben, sondern eigentlich will ich das Spiel beschreiben. Wir sind im Spiel drin. Falls ihr bisher dachtet, dass Disney's Magical Mirror Starring Mickey Mouse irgendwie ein lustiges Action-Adventure-3D-Jump-Run im Stile von Mickey Epic wäre, dann muss ich euch enttäuschen, denn das ganze Spiel ist tatsächlich ein Point-and-Click-Adventure. Das Einzige, was man hier steuert, ist diese komische Hand, also sprich der Pointer eben, und wie gesagt, das hier ist ein Gamecube-Spiel, also nicht, dass ihr denkt, dass hier irgendwas mit Wiimote funktioniert oder so. Nee, ich benutze hier meinen Gamecube-Controller. Gut, wir können jedenfalls mit der Hand hier so herumfuchteln und wenn wir dann irgendwelche Gegenstände finden, mit denen wir interagieren können, dann färbt sich die Hand eben von grau zu weiß und dann wissen wir, dass wir dort etwas anklicken können. So, in dem Fall, ja, ein bisschen Tutorial-mäßig oder so, ich weiß nicht genau, die Hand gibt es eigentlich vor. Wir sollen jetzt einfach mal diese Tür hier links unter die Lupe nehmen. Wir klicken darauf. Ach so, genau. Mickey ist jetzt erstmal dahin gelaufen. Dann färbt sich, oder beziehungsweise wandelt sich der Cursor wieder um, von der Hand eben in so ein Türsymbol. Und dann wissen wir, aha, wenn wir nochmal draufklicken, Mickey Maus öffnet die Tür. Wundersamerweise öffnet sich die Tür auf der anderen Seite auch. Und das ist jetzt extrem seltsam. Scary. Ab wann ist das Spiel nochmal freigegeben? Moment. Es hat eine Freigabe. Nee, doch nicht. Geeignet ohne Altersbeschränkung. Verdammt. Naja, okay. Ich weiß nicht genau, aber irgendwas werden sich die Leute schon dabei gedacht haben. Nehmen wir doch einfach mal die Tür jetzt hier rechts unter die Lupe. Und wundersame Weise, oh mein Gott, auch diese Tür öffnet sich. Ich find's faszinierend, aber ja, nö. Dass Mickey Maus in den Raum sofort wiedererkennt. Beziehungsweise sofort weiß, dass hier irgendetwas nicht stimmt. Seltsam. Na gut. Gucken wir doch mal. Theoretisch müsste er ja, wenn er hier reinguckt, das sehen, was hier passiert. Und vor allem müsste er diese komische Maus sehen, die hier so irgendwie herumsteht. Auch das ist ein bisschen seltsam. Hat Mickey Maus einen Zwillingsbruder? Oder passieren hier irgendwelche gar seltsamen Dinge? Ich weiß nicht genau. Ja. Ja. Blöd gelaufen, ne? Okay, jetzt ist Mickey aber sauer. Und jetzt jagt er seinen Doppelgänger. Und, ja. Übrigens, naja, Pseudosprachausgabe, ich weiß nicht. Doch ab und zu ergibt auch manchmal richtige englische Sprachfetzen irgendwie von sich, wenn ich mich recht entsinne. Aber kommt später vielleicht dann nochmal ein bisschen ausführlicher. Doch, er sagt ja irgendwas, aber irgendwas... Stop right there oder irgendwie sowas? Dop, 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 dop. Also, teilweise ist es ja schon irgendwie ganz lustig animiert oder so, ne? Aber, weiß ich jetzt schon gleich zu Beginn des Intros,
oder des spielbaren Intros oder was auch immer hier bemängeln könnte, wäre die Tatsache, dass mir das alles dann doch nicht dynamisch genug ist. Aber auch dazu komme ich vielleicht später noch. Gut, wie fast zu erwarten war, die Doppelgängermaus war natürlich der Geist, der hier offenkundig ein bisschen Schabernack mit uns treibt. Mickey Mouse ist darüber wenig erbaulich, erfindet es wenig erbaulich, die Situation. Egal, so, die Hand will, dass wir uns diesem Stern hier nähern. Wir nehmen ihn unter die Lupe. Haha, deswegen das Lupensymbol. Das ist faszinierend. So, okay. Stern. Da, 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 da. Halte den Stern hoch. Nein. Achso. Ah, jetzt haben wir hier eine Sternanzeige. Okay. Ein goldener Stern. Das könnte noch wichtig werden. Ja. Na gut, macht auf eine gewisse Art und Weise Sinn. Jetzt haben wir goldenen Stern eingesammelt und jetzt könnten wir vielleicht diese Tür hier betreten, auf der ein Sternsymbol zu finden ist. So oder so ähnlich. Die anderen beiden Türen scheinen ja sowieso nicht von Erfolg gekrönt zu sein, wenn wir da durchgehen. Jetzt wird's... Mickey, ich versuche hier auch noch ein paar Dinge zu erklären. Du musst mir schon noch einen kurzen Moment Zeit geben, tatsächlich. Egal, wir drücken jetzt einfach A. So. Trick! Ja, nein, vielleicht. Wir... sagen einfach mal Daumen hoch. Wir liken die Tür, ja. Wie bei Facebook. So. Aha. Die Tür wackelt. Sie rumst. Sie haben unsere Sternfähigkeit übrigens verloren. Also beziehungsweise wir haben sie verbraucht. Ein Sternpunkt hat das Ganze jetzt gekostet. Dafür, dass wir diese Tür jetzt öffnen. Und der Geist erscheint. Und er hat einen Schlüssel in der Hand. Woo! Und er hat den Schlüssel fallen gelassen. Das war sehr freundlich von dem Geist. Ja, jetzt brauchst du dich nicht ärgern. Jetzt komm einfach her und jetzt sammel den verdammten Schlüssel ein. So, komm. Nimm ihn und freu dich. Lalalala. Okay, das ist jetzt gute Alte. In guter alter Heldenmanier muss er erstmal seinen gefundenen Gegenstand hochhalten. Ich finde, ja, das ist durchaus angebracht. Gut, okay. Jetzt haben wir ja... ja, genau. Okay. Er versucht, die Tür zu öffnen, stellt fest, verschlossen. Alles klar. Was kann man hier machen? Logisch. Logisch? Hallo? Zwischenzeitlich war das Schlüsselsymbol mal zu sehen. Ihr wisst hoffentlich, was ich meine, oder? Jetzt hat er es gecheckt, glaube ich. Du musst zweimal schnell hintereinander A drücken oder so, ansonsten kapiert er es nicht. Übrigens schiebt er den Schlüssel falsch herum rein, also beziehungsweise wenn er den Schlüssel so dreht, dann würde er die Tür abschließen, nicht aufschließen, aber egal. Das hatte ich früher auch immer bei Luigi's Mansion zu bemängeln. Die Position, wie Luigi den Schlüssel immer reingeschoben hat in die verschiedenen Türen, das war immer sehr seltsam. Aha. Wie Mickey erstmal eine halbe Stunde drüber nachdenken muss über das, was er sieht, aber egal. So, wir haben ja einen großen Spiegel. Wir sehen dort eine schlafende Maus. Was vorzugsweise wir sind. Unser Körper ist also noch irgendwie in unserem Schlafzimmer. Aber unser Geist selber? Nicht. Wow. Boing. Eine magische Barriere hält uns zurück. Oh mein Gott, nein. Mickey Mouse, tu etwas. Ja, werde depressiv. Gee, watch this. Watch this. Farbige Lichter. Was ist das? Man weiß es nicht genau. Wenn ich längere Zeit nichts drücke, verschwindet der Cursor übrigens. Dann hat man mehr vom Bild oder so. Ich weiß nicht genau. So. La la la. Hihi. Ach man. Ein bisschen süß gemacht ist es ja schon, aber ja. Der Geist ist jedenfalls mächtig sauer. Bringt seine elektrifizierenden Fähigkeiten irgendwie zur Geltung und macht jetzt das einzig Richtige oder Sinnvolle, was ein Geist eben in dem Moment tun kann. Er zerstört den ganzen Spiegel. Und jetzt liegen hier überall Glasscherben herum, also beziehungsweise Spiegelscherben. Und der Geist hat jetzt offenkundig 7 Jahre Pech, weil so ein Spiegel sollte man eigentlich nicht zertrümmern, aber egal. Und diese Spiegelscherben, die werden jetzt... eigentlich verschwinden. Dachte ich zumindest mal. Oder auch nicht. Gut, dann liegen die halt rum. Schnups. Gee, what's this? Ja.
Jetzt denke ich schon wieder eine halbe Stunde drüber nach. Allein diese Animation, man wird sie so oft in diesem Spiel sehen. Ich weiß nicht genau. Ich persönlich habe hier den Eindruck, dass Mickey Mouse in diesem Spiel so ein bisschen als Volldepp dargestellt wird, aber... Ja. Flum, 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 flum. Okay. Die ganzen Spiegelscherben werden handlicher. Und schlitzen Mickey Mouse jetzt auf. Könnte auch original eine Falle aus Cube sein, oder? Also, aber dann wäre das Spiel nicht schon mal freigegeben, ne, zugegebenermaßen. Naja. Okay. Die Spiegelscherben fliegen durch den Orbit, so oder so ähnlich, und landen jetzt irgendwo an irgendeiner Stelle des Hauses. Ich glaube, das ist jetzt kein Spoiler oder so, wenn ich euch das sage, oder? Wir befinden uns hier in einer seltsamen Villa. Ja, in einer alten, gruseligen Villa. Und hier können wir uns eben jetzt fortbewegen, von Raum zu Raum. Und Ziel des Ganzen ist es jetzt natürlich, die ganzen Spiegelscherben einzusammeln, weil nur so können wir den Spiegel vervollständigen und dann hoffentlich wieder in unsere normale Welt zurückkehren. Und dann eben wieder eins werden mit unserem Körper, der ansonsten eben die ganze Zeit nur schläft. Und ich glaube, das fällt irgendwann auch auf, wenn Mickey Mouse den ganzen Tag in seinem Bett liegt und nur schläft. Wie so ein Hartz-IV-Empfänger. Es gibt Kommentare, die sollte man sich vielleicht verkneifen. Das war jetzt vielleicht einer davon. Na gut, egal. So. Interessanterweise funktioniert der Spiegel jetzt doch, aber nicht so, wie er soll. Beziehungsweise... Was zum Teufel machst du da? Ja, du bist eine tolle Mickey Maus. So, dann gucken wir uns jetzt mal ein bisschen um. Was ist los? Achso, durch die Tür kann er, glaube ich, nicht. Oder auch so, dann halt nicht. Von der rechten Tür kommen wir, also von der unteren Tür, respektive, je nachdem. Deswegen gehen wir jetzt einfach mal hier links hin. Und gucken mal, was uns jetzt so in dieser Umgebung erwarten wird. Ja. Das Spiel hat übrigens auch... Oh. Da haben wir kurzzeitig einen Geist gesehen, der irgendwie in den Schrank gefahren ist. Hier haben wir einen Stern, den wir einsammeln können. Und ansonsten, jetzt klicken wir uns eben ein bisschen herum. Ja. Aha, man kann irgendwie auf die Bilder klicken. Die werden dann groß oder klein. Zumindest das hier. Interessant. So, hier müsste doch eigentlich... Das haben wir doch in der Sequenz gerade gesehen. What? Ja, guck dich nur um, Mickey Maus, ist schon richtig. Das sieht irgendwie gefährlich aus. Trick! Okay. Und? Au. Du könntest wenigstens die Spiegelscherbe noch mitnehmen, wenn du sowieso schon da drin festhängst. Boing! Oh! Und so fällt der Schlüssel runter. Interessant. Und er sieht kleine Quietsche-Entchen. Lalalala. Aber dann war das wenigstens total sinnvoll, was ich gemacht habe. Hätte ich jetzt gar nicht gedacht. Gut. Okay. Also immer, wenn ich jetzt die Trickpunkte oder so in der Villa findet, immer draufdrücken und dann passiert irgendeine lustige Animation oder so und dann, ja, geht's irgendwie weiter. Gut, jetzt schauen wir nochmal hier durch und jetzt dürfte das Brett hier eigentlich runtergefallen sein. Oder? Ja, Spiegelscherbe, wir wissen's. Genau, Brett ist runtergefallen, auch wenn es hier nirgendwo liegt. Das Brett lag hier vorne schon, oder? Egal, so. Mickey, nein, guck noch. Das Spiel ist ein bisschen langsam. Was wollte ich vorhin sagen? Ja, das Spiel hat auch einen Zwei-Spieler-Modus. Ja, du bist schon eine Leuchte. Hurra, die erste Spiegelscherbe. Das Spiel hat auch einen Zwei-Spieler-Modus. In der Anleitung wird aber gleich darauf hingewiesen, der Zwei-Spiele-Modus, das ist mehr so eine Elternfunktion, sagen wir es mal so. Wenn ihr ein kleines Kind habt, weiß ich nicht, das 3, 4 oder 5 Jahre alt ist, und wenn ihr der Meinung seid, dass dieses Kind unbedingt so ein Spiel wie Disney's Magical Mirror starring Mickey Mouse spielen muss, dann könnt ihr als Elternteil dann gewissermaßen einen zweiten Controller in die Hand nehmen. Und dann habt ihr eine zusätzliche Hand auf dem Cursor, auf dem Bildschirm, einen zusätzlichen Cursor auf dem Bildschirm, eine zweite Hand, mit der ihr die erste Hand, die ja dann eigentlich euer Kind steuern sollte,
durch die Gegend buxieren könnt, um dann euer Kind irgendwie drauf hinzuweisen, guck mal, da kannst du noch klicken und so. Und das könnte noch interessant sein. Und hast du nicht gesehen? Und ja. Im Endeffekt weiß das Spiel also selber, dass es ein... Ja. Es ist ein Spiel für Kinder. Es ist ein Spaß für groß und klein oder so, aber leider eben auch nur in Kombination mit groß und klein. Oder ansonsten ist es eben ein Spiel für Leute wie mich, die sich aus welchen Gründen auch immer dieses Spiel nochmal gekauft haben. Ich weiß es gar nicht mehr so genau, warum. War so eine Geschichte, der Artikel im Club Nintendo Heft, der war so verlockend. So, hier kann ich den Trick jetzt leider nicht ausprobieren, also beziehungsweise da kam mir die Anzeige mit dem 1 Stern, aber wie ihr seht, nicht, unsere Anzeige ist leer. Das heißt, erstmal muss ich irgendwo wieder einen Goldstern einsammeln. Ansonsten kann ich den Trick dort mit dem Schrank eben nicht ausprobieren. So, öffne die Tür und geh da mal gucken. Aber diese goldenen Sterne liegen eigentlich hier überall im Haus rum. Genau, so. Da haben wir doch direkt wieder einen. Da können wir eigentlich mal zurückgehen zum Schrank und dann den Trick dort ausprobieren. Keine Ahnung, was es dort bringt. Müsste ja irgendwas mit dem Geist zu tun haben, weil der Geist ist ja in den Schrank reingekrochen. Also von daher... Ich weiß nicht, ob ihr selber auch mal in eurer Spielesammlung solche Dinge ausprobiert habt. Also sprich, solche Spiele, die wirklich eben für Kinder gemacht sind. Für Kinder und Eltern. Zum gemeinsamen Spielen und Lernen. Ja. Wobei man jetzt bei diesem Spiel auch kritisch anmerken darf, dass ich nicht so wirklich... Naja, also der Lernfaktor hält sich sehr in Grenzen. Hat mehr ein bisschen was vom... Das ist blöde, wenn man immer was erklären will. Ja, ja, weil die ganzen Animationen sich so schnell... Die ganzen Animationen brechen so schnell ab. Der Lernfaktor hält sich ein bisschen in Grenzen und es geht ja eigentlich nur ums reine... Das ist eine reine Unterhaltungssoftware für kleine Kinder. Aber ist dann... Oh, du arme kleine Maus in den Schrank reingeschubst. Das gibt doch nicht. So, boing, boing, kabu. Fällt das Bild jetzt runter? Nee. That's not nice. Wofür war das jetzt? Für das Bild? Nee, ist auch Schwachsinn. Hä? Wofür war das jetzt? Wofür hat man das gemacht? Wofür habe ich jetzt einen Trickpunkt hier vergeudet? Guck nochmal rein in den Scheißschrank. So. Man könnte den Trick nochmal aktivieren. Lass mich raten, ich muss dann nochmal irgendwo was drücken oder so vielleicht? Vielleicht. Egal, so, der Schrank ist mir suspekt. Da habe ich jetzt keinen Bock drauf. Wir gehen in der komischen Villa einfach mal ein bisschen weiter. Vielleicht muss ich auch erstmal mehr... Also, wenn es noch mit einem anderen Trick zu tun hat, den man danach machen muss, bräuchte ich sowieso noch mehr Sterne. Also, es bleibt ja nicht nur logischerweise bei dem einen hier, sondern gibt noch viel mehr Sterne. Oh, gibt noch viel mehr Sterne, die man so nach und nach... Mickey Maus, komm bitte her. Du würdest niemals herkommen, oder? Warum kommst du nicht her? Geh mal zu dieser Tür hier. Schnups, schnups, schnups. Irgendwas... Ich glaube, das funktioniert anders mit der... das Fenster rüttelt auch so komisch. Hat viel mit Ausprobieren zu tun und so. Ja, ja, ja. Ist für all die Leute perfekt, die immer meinten, ich sollte mal ein Point-and-Click-Adventure spielen. Auch wenn die Leute dann eher sowas wie Monkey Island oder so im Kopf hatten und nicht gerade, Disney's Magical Mirror starring Mickey Mouse. Das weltbekannte Spiel für Leute, die auf Point-and-Click-Adventures spielen, stehen. Eine Kerze, die von alleine angeht. Oh, Knöpfchen drücken. Ganz aufs A drücken. Okay, Flamme wird immer größer und größer und größer, bis sie explodiert. Nein. Aha. Boah, gruselig. Aha. Genau. Dann muss man nämlich auf den richtigen Fleck im Bildschirm dann gewissermaßen zeigen. Und dann aktiviert sich der Trick. So, und in dem Moment, der Geist war direkt hinter uns zu sehen. Und er will uns jetzt erschrecken. Aber wir haben ja das Knöpfchen gedrückt, deswegen gehe ich davon aus. Nee, oder auch nicht, weil jetzt müsste ich den nächsten Trick aktivieren. Na toll. Was war denn das? Oh mein Gott. Ja. Hat sich dann ja wohl erledigt. Mickey Mouse benimmt sich so ein ganz klein bisschen wie Goofy, wenn ich das mal so sagen darf. Er agiert so passiv. So. Versuch mal den Schalter hier zu betätigen. Los. Steht ja bestimmt nie umsonst. On, off. On. Bap, bap, bap. Ding, ding, ding. Oh, coole Sache. So.
Versuche den Schlüssel zu holen, der dort oben klebt, an dem Spinnennetz. Ach, verdammt. Ja, um den Trick hier auszuführen, bräuchte ich sogar schon 2 Sterne. Es ist so herrlich. Also mich würde das als Kind ja schon jetzt schon frustrieren. Beziehungsweise das war auch so ein Grundgedanke, den ich... Geht die Kerze jetzt aus? Ja. Das wiederum ist so, hat irgendwie einen pädagogisch wertvollen Ansatz. Wenn ihr das Zimmer verlasst, immer schön die Kerze ausblasen und so, weil nicht, dass da irgendwas noch passiert, ne? Das wäre ja irgendwie doof. Deswegen, das macht schon auf eine gewisse Art und Weise Sinn. Ja. Eine Sache, die ich dem Spiel früher auch so ein bisschen vorgeworfen habe, und da war ich eigentlich auch noch jünger und deswegen weiß ich nicht, ob ich da tatsächlich so viel... Na gut, Moment, wie alt war ich, als ich das Spiel da... 86 geboren. Scheiße, das Spiel kam 2002 raus. Wow. Blöde Sache. Kann ich nicht mal sagen, ich war jünger oder so, als ich das Spiel hier gespielt habe. Nein. Oh, hinter der Couch habe ich was gesehen. Ah, da war der, der sah sehr sternenmäßig aus. Guck mal hier aus dem Fenster, beziehungsweise nix Fenster. Guck mal hier und sammle diesen Stern hier ein. Das finde ich schön. Da. So. Dann erhöht sich nämlich gleich mal unsere Sternanzeige. Und jetzt könnten wir schon 2 Tricks hintereinander ausprobieren. Wohohoho. Oder eben ein 2-Sterne-Trick. Weiß nicht. Naja. Was haben wir hier? Ein Fernseher. Ja. Mickey Mouse ist zum ersten Mal im Leben ein Fernseher. Nein, doch nicht. Er weiß, dass man Schalter drücken muss. Genau. Perfekt. Aber der Bildschirm bleibt schwarz. Scheiß Programm. Verdammt. Ach so, hier müsste man dann eigentlich ein Item einsetzen, wenn man schon ein Item eingesammelt hätte. Gut, klar. Irgendwelche Sachen zum Kombinieren und so. Ist auch ein bisschen Adventure-typisch. Was wird man wohl, naja, bei dem Fernseher... Weiß ich nicht. Ja, gut. Ich hätte zuerst gesagt Fernbedienung, aber es ist ja Schwachsinn, wenn der Fernseher nicht mehr Strom hat. Also vielleicht muss man hier generell noch irgendwas tun. Dort hinten hat man noch... Es sieht so aus, als wäre da... Nein, ich möchte nicht speichern. Ich möchte... Hier hinten in der Ecke, das sieht eigentlich so aus, als wäre da irgendwie ein Loch oder irgendwie sowas, aber scheinbar kann man da nicht so wirklich was machen. So, wie sieht's mit der Tür aus? Das ist auch irgendwie faszinierend, dass die da unten irgendwie so ein bisschen beschädigt ist. Tup-ti-tup-ti-tup. Naja. Okay, noch mehr goldene Sterne. Ich hoffe, die respawnen, aber ich bin mir da nicht 100%ig sicher. Müsste aber eigentlich so sein. Weil alles andere wäre ja ein bisschen gemein. So. Und hier haben wir eine Quietschente. Die liegt irgendwie auf den Schienen. Und generell so eine Chuk-Chuk-Eisenbahn und so. Lalalala. Wenn man zweimal drückt, müsste er eigentlich ein bisschen schneller gehen. Los, gucke. Ugh. Ja, er geht ein bisschen schneller. Laufen, laufen. Dumme kleine Maus. Das finde ich irgendwie ist auch ein bisschen... Es ist undurchsichtig, mit was man tatsächlich jetzt was machen kann und mit was nicht. Weil mal ist der Cursor dann eben weiß und dann bedeutet das eben, dass Mickey Mouse dorthin laufen kann. Aber dann im selben Moment denkt man doch eigentlich, dass man dann auch mit der Eisenbahn zum Beispiel interagieren kann. Aber ist zum Beispiel auch überhaupt nicht so. So, Moment, Lupe. Ein Flugzeug. Wuhuhu. Jo, ein Flugzeug bringt mir aber auch absolut gar nichts. Schönes kleines Spielzimmer, ne? Ja. Da denke ich doch wieder an die gute alte Zeit zurück, als ich mir noch auch sowas gewünscht hatte. Ja, so eine eigene Eisenbahn und so, das wäre schon irgendwie cool gewesen. Tja, den Traum könnte man sich irgendwann mal erfüllen, wenn man ein größeres Zuhause hätte. In meiner Einzimmerwohnung kriegt es irgendwie relativ wenig. Oh, hier könnte man... Probieren wir es einfach mal aus. Einen 2-Sterne-Trick ausprobieren. So. Ein wild gewordenes Schaukelpferdchen. So, Cowboy Mickey macht wieder nur Quatsch. Au. Und hat nach diesem Abenteuer sicherlich extreme Kopfschmerzen. Faszinierend. Ja, nun sammle schon die Spiegelscherbe ein. Deswegen machen wir den ganzen Quatsch doch hier überhaupt. Lalalala. Gut. Weitere Spiegelscherbe eingesammelt. Oh mein Gott. Und damit ist ein weiterer Teil des Spiegels irgendwie komplett. Ich weiß auch gar nicht mehr. Ich glaube, das Spiel hatte sogar mehrere Enden. Oder
Man brauchte nicht alle Spiegelscherben, um dann das Spiel beenden zu können, sagen wir es mal so. Ist natürlich fürs eigene Ego besser, wenn man alle Spiegelscherben dann hatte. Aber es war nicht essentiell wichtig. Andere Sache, die es im Spiel noch gibt, was ich euch jetzt wahrscheinlich in der kurzen Zeit auch nicht zeigen kann, Minispiele. Es gibt ein Snowboard-Minispiel, es gibt ein Minispiel, das mich früher extrem an Street Fighter erinnert hat. Weil Mickey da so Hadouken-Feuerbälle irgendwie aus seiner Hand geschossen hat. Das sah schon extrem cool aus. Und solche Geschichten, ja, also es steckt schon noch ein bisschen mehr hinter Magical Mirror, als man jetzt im ersten Moment denken möchte. Nichtsdestotrotz, es ist, wie gesagt, ein Kinderspiel. Ja, nicht mehr und nicht weniger. Es wollte eigentlich auch nicht viel mehr sein, aber unter Umständen war es dann vielleicht doch ein bisschen... Ja. Das finde ich jetzt aber ziemlich doof von dir, dass du deine Spielsachen hier einfach so durch die Gegend schmeißt. Oh, er hat einen Gegenstand gefunden. Das Spielzeugauto erachtet er nicht als so wichtig, aber die Taschenlampe. Das ist ja toll. Dabei würde ich viel lieber Brumm-Brumm machen. Gut. Dann halt nicht. Kann nochmal reingucken. Noch ein Spielzeugauto. Noch ein Ball. Und? Er hat sich wehgetan. Und es hängt für 20 Sekunden. Nein! Ja. Und auf einmal ist eine Mausefalle drin. Ja, sowas aber auch. Oh Gott, jetzt ist die Mickey Maus traurig. Lach doch mal wieder. So, okay. Eine Sache können wir vielleicht nochmal kurz gucken. Weiß nicht genau, ob wir hiermit jetzt schon was machen können. Hier können wir auch einen Zwei-Sterne-Trick vollführen. Aber unter Umständen müssen wir gleich noch einen Trick vollführen. Da könnten wir uns jetzt selber angemeiert haben. Aber das sind so Sachen, die man eben ausprobieren muss. Diese kleine zauberhafte Hexe jedenfalls, die hat Alice im Wunderland-Fähigkeiten, wie es scheint. Denn sie kann das unglaublich groß machen. Oder unglaublich klein. Und jetzt sind wir wirklich eine kleine Maus. Eine richtig kleine Maus sind wir. So, okay. Weil wir sonst nichts Besseres zu tun haben, gehen wir jetzt einfach mal hier hinten hin zum Bahnhof. Beziehungsweise, nein, halt. Ja, Mickey Maus. Sammle die goldenen Sterne ein, genau. Damit du im Folgenden eine Chance hast. Dap, da, dap. Ansonsten können wir unsere Trickfähigkeiten ja nicht benutzen. Da sollte man also schon aufpassen. So, was haben wir denn hier? Oh, ein Koffer. Oh, der steht hier einfach so rum. Oh, was tun? Guck in den Koffer rein. Oh, hier eine Menge Kohle. Oh mein Gott, wir sind reich. Reich, reich. Kann wir irgendwas machen? Nein. Oh, der Zug fährt. Oh mein Gott! Wir müssen unseren Zug kriegen! Los! Ja, da! Nimm den Koffer mit! Nimm ihn! Schnups! Was? Ja, witziger Geist. Hehehe. Man merkt auch, dass die Entwickler sich so an viele Cartoon-Klischees und dergleichen. Also sie haben sich da schon ein bisschen bedient, was die Ideen und so weiter angeht. Trotzdem, ich finde das alles nicht konsequent genug umgesetzt. Ganz ehrlich, selbst wenn ich ein Kind wäre und das so sehen würde und so, mir wäre das alles einfach eine Ecke zu langsam. In einem Cartoon geht sowas Schlag auf Schlag irgendwie, von den Ideen her, von der Animation und so. Man hat nie das Gefühl, dass es so richtig langweilig wird. Bei dem Spiel ist es irgendwie so, dadurch, dass teilweise ein bisschen übertrieben wird, allein schon wie er so seufzt und dergleichen, das ist alles für mich... Das dauert immer ein paar Sekunden zu lange einfach. Vielleicht geht's nur mir so. Ich weiß nicht, vielleicht findet ihr das Tempo ja auch absolut angemessen oder so. Würde mich auch interessieren. Vielleicht bin ich an der Beziehung einfach zu meckerig. Wo ist meine Kohle hin? Warum hat der Koffer auf einmal Beißerchen? Lauf, Mickey, lauf! Jetzt haben wir blöderweise keine Trickpunkte mehr. Ich hoffe, das wird uns nicht zum Verhängnis. Ich fürchte aber schon. Ja, es wird uns verhängen. Verdammt. Nein. Aber ich hätte auch nirgendwo jetzt Trickpunkte aufsammeln können. Okay. Boah. Und Mickey Maus wurde gefressen und war nie wieder gesehen. Tja, sowas aber auch. Da ist der Zug entgleist. Und Mickey stellt fest, es war alles nur ein böser Traum. Ja, okay. Was sagt uns das? Ganz einfach, dass wir offenkundig
noch mindestens einen dritten Stern brauchen, um diese Sequenz zu einem erfolgreichen Abschluss zu bringen. Aber ob wir den jetzt noch suchen oder nicht, das ist die andere Frage. Ich wollte es im Endeffekt, wie gesagt, nur ganz kurz mal vorstellen. Kurz in Anführungszeichen, denn ich merke, dass das Video schon wieder extrem lang geworden ist und ich weiß nicht, wie viele von euch sich das jetzt tatsächlich angeguckt haben. Es ist ein, ja, wie gesagt, Unterhaltungssoftware für Kinder. Mehr oder weniger pädagogisch wertvoll oder sinnvoll, ich weiß nicht genau. Ist ja auch so, also mein Gott, ich hatte damals dann noch kurzzeitig ein bisschen Freude dran, sagen wir es mal so, bis ich es dann auch durchgespielt hatte, sitzt man auch seine 7 bis 10 Stunden dran oder so. Wobei es wahrscheinlich auch schneller gehen würde, wenn die Animationen manchmal ein bisschen schneller wären, aber ich weiß nicht genau. Großen Wiederspielwert hat es jetzt in dem Sinne natürlich nicht. Also beziehungsweise man sucht halt so lange, bis man alle Spiegelscherben beisammen hat und dann ist okay. Und ja, das ist so. Also Mickey Epic ist mir heutzutage ein bisschen lieber als sowas. Aber ist vielleicht für, ja, für die Kleinen unter uns doch irgendwie ganz nett, so an die Point-and-Click-Geschichte herangeführt zu werden. Im Jahre 2002 war das jetzt auch nochmal, weiß ich nicht, war das da etwas mehr besonders als heutzutage? Kann ich so richtig beurteilen. Vor allem auf einer Konsole dann eben so ein Point-and-Click. Es ist nett, ja. Irgendwie ist es schon nett, aber irgendwie auch nicht. Gut. Das war ein sehr schönes Fazit, Hering, ein sehr schönes Fazit. Bildet euch eure eigene Meinung bezüglich dieses Spiels. Würde mich interessieren. Ansonsten soll es das für den Moment einfach mal gewesen sein. Wenn ihr mehr zu diesem Spiel hier sehen wollt, wow, ich mache gerne vielleicht irgendwann mal, wenn ich zu viel Zeit habe, ein Let's Play dazu oder so. Und dann gucken wir uns den Rest des Schlosses einfach mal an und dann sehen wir vielleicht auch mal ein paar Minispiele. Ansonsten lassen wir das Kapitel vielleicht an der Stelle einfach mal ruhen und ja, lassen Magical Mirror einfach Magical Mirror sein. Ich war der Hering Ray. Das war Disney's Magical Mirror starring Mickey Mouse. Ich hoffe, das Video hat euch so einigermaßen gefallen und ich hoffe, ihr seid auch beim nächsten Mal wieder mit dabei, wenn wir irgendwas anderes zocken. Keine Ahnung. Herzliche Grüße nochmal an 99 Temo, Semo, 99 Semo, I don't know. Ich habe das Video nur für dich gemacht. Ich hoffe, du hast dich ein bisschen gefreut. Ich sage jetzt an der Stelle einfach mal tschüss mit Ö und hoffentlich bis ganz, ganz bald.